Was ist denn los hier? Was ist das für ein Lärm? Ist der Zeddy wieder am Klitschen oder was? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Cool. Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute habe ich einen richtig geilen Katapultglitch für euch. Und zwar, jetzt zeige ich erstmal auf der Karte, wo der sich befindet. Und zwar hier in der Nähe von Michaels Villa. In der Nähe vom Eclipse Tower. So, machen wir mal eine fette Markierung, damit man sich nicht verfährt hier. Was ihr dazu braucht, ist einfach nur ein Auto. Und ich habe jetzt mehrere Autos ausprobiert. Also, wie ihr seht, es sind T20. Und auch den Pfälzer und den Massacro und Erich. Also ich habe es wirklich mit zig Autos versucht und bin dann irgendwann mal drauf gekommen, weil bei manchen Autos klappt es und bei manchen klappt es eigentlich nicht, beziehungsweise nicht so gut, gerade wie mit dem T20 hier. Und zwar habe ich herausgefunden, dass wenn das Auto einen riesen Spoiler hinten drauf hat, ihr werdet es nachher sehen, also mein Pfälzer und mein Massacro, die haben die größten Spoiler drauf, den es in GTA gibt, und mit denen hat es perfekt geklappt. Und jetzt hier mit dem Broken T20, da hat es ja nicht so geklappt, weil einfach gerade der Spoiler gefehlt hat. Also wenn ihr ein Auto nimmt mit einem riesen Spoiler, dann klappt es hundertprozentig richtig einfach. Und zwar, ich zeige euch gerade mal hier ein gutes Beispielvideo, wie es klappen kann. So, ich probiere das jetzt gerade mal mit dem Pfälzer. Hier seht ihr den riesen Spoiler. Und jetzt fährt ihr einfach mal hinten in das Eck, wo die Hecke ist. Also da, wo das Tor dann hingeht, wenn es aufgeht. Und dann geht ihr so in den Bereich, wo ich euch jetzt markiert habe, mit dem Pfälzer vorne an die Spitze, und dann tut ihr Gas geben und bremsen gleichzeitig, so dass ihr quasi, ja, euch dreht. Und dann aber mit dem Heck immer versuchen, gegen die Hecke zu fahren. Wenn es nicht klappt, dann ein bisschen links, rechts, also immer versuchen, mit dem Heck an die Hecke hinzustoßen oder mit dem Spoiler, und dann immer Gas geben und immer gegen das Tor fahren. Und wie ihr seht, das Tor geht manchmal auf, geht manchmal zu, und das ist eigentlich schon alles, dann ist einfach nur Glückssache. Guck, jetzt hat es funktioniert. Klar, manchmal kommt es dann natürlich so raus. Ich muss sagen, am Anfang hat es relativ lang gedauert, bis ich den Kniff raus hatte. Aber wenn man es dann mal weiß oder das Gefühl dafür hat, dann geht es echt relativ einfach und relativ schnell, ohne lang zu probieren. Ihr müsst es auch pro Auto jedes Mal neu den Punkt wirklich finden, wo es der Punkt ist, wo er katapultiert wird. Weil beim Pfälzer ist jetzt, ja, in dem Punkt, wo ich jetzt euch nochmal markiere. Und beim Massacro ist aber wieder ein ganz anderer Punkt. Also es ist zwar schon alles im gleichen Bereich, aber ihr müsst einfach mal ein bisschen vorfahren, ein bisschen zurückfahren, einfach ein bisschen experimentieren, und den Punkt findet ihr dann schon. Und wenn ihr den Punkt dann gefunden habt, dann seht ihr gleich, was passiert. Und zwar, putz, Junge! Hier! Servus, Michael, du alter Suffkopf. Ja, auf jeden Fall, das war's schon mit dem Glitch. Wichtig ist einfach nur, dass ihr einfach versucht, mit dem Heck immer an die Hecke hinzukommen und vorne an der Spitze, ja, gegen das Tor zu fahren und dann immer mit Gas geben und bremsen gleichzeitig drücken und dann mit links und, also mit dem linken Stick nach links und nach rechts drücken, dass ihr jedes Mal, wenn ihr mit dem Heck nämlich an die Hecke stößt, und in dem Moment bewegt sich das Tor, in dem Moment katapultiert ihr. Da müsst ihr halt so richtig so das Gespür dafür finden. Das ist auch bei jedem Auto ein bisschen anders. Also müsst ihr einfach mal ein bisschen probieren. Sobald ihr so das Gefühl habt, dann wisst ihr schon ungefähr, ob ihr jetzt ein bisschen weiter nach links oder rechts gehen müsst. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, das Tor ist so verbuggt, nach so einem wirklich krassen Sprung, ist das Tor irgendwie kaputt, habe ich so das Gefühl. Also da muss man vielleicht ein, zwei Mal um den Block fahren und dann wieder an die Stelle hinfahren, damit es wieder klappt. Weil manchmal, ja, also ich habe wirklich mal eine halbe Stunde gebraucht und hat gar nichts funktioniert, dann habe ich das Auto gewechselt, bin wieder hingefahren und dann hat es beim ersten Mal gleich wieder funktioniert. Also es kann auch sein, dass das Tor manchmal verbuggt ist und sich einfach gar nicht bewegt, dann passiert auch nichts. Das geht natürlich auch nicht nur an der Stelle, sondern in Los Santos gibt es ja mehrere verschiedene so Tore, wo irgendwo an so einer Kante enden, und da könnt ihr es genauso probieren oder da wird es genauso funktionieren. Aber das ist halt die Stelle, wo ich es halt jetzt zum ersten Mal geschafft habe und auch probiert habe, weil die halt so nah an meinen Garagen dran ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich lasse jetzt noch ein paar, ja, Sprünge, Glitches, die ich so geschafft habe in meiner Freizeit für euch. Die lasse ich jetzt im Hintergrund noch laufen. Also Jungs, ciao, haut's rein, macht's gut, ciao.